Hallo liebe Leute, zu einer weiteren Let's Play War Thunder Folge. Ich habe jetzt heute Nacht mal beschlossen, wir spielen jetzt hauptsächlich noch realistische und Simulator Schlachten. Weiß einfach irgendwie. Ja, ich glaube, die sind ein bisschen cooler. Ein bisschen anstrengender. Und ein bisschen schwerer. Ach, ich wollte doch gar nicht mit dem starten. Ja, genau, wenn man nur einen hat, dann kann man auch nur mit dem starten. Machen wir uns, wenn man Simulations- oder realistische Schlacht hat, dann kann man mit einem Flugzeug starten. Das war mal wieder typisch, dass ich wieder voll die falsche auswähle. Aber wir starten. Können wir dann mit Banner. Das ist schon mal ganz cool ist. Nicht mehr klappen. Ja, ihr seht schon, diese Eigenschaften sind einiges schwerer. Auch wenn ich noch unten dabei bin, ist ja mal wieder supi gelaufen. Voll verkackt. Und dann sind schon zwei Leute gegangen. Der Planer hat sich ziemlich viel an Höhe zu gewinnen und zu unseren Bombern aufzuschließen. Die Safe. Auch wenn ich mit dem Flugzeug gar nicht fliegen wollte. Das war wieder richtig typisch Daniel. Oh, ich bin ja kackt. Komm uns schon drunter spielen, ja. Ich werde jetzt auch wieder verlieren. Und entfernen. Gibt es meine ganzen Kollegen hier? Ah, der ist die Junge. Hier sind ein paar Fahrzeuge. Aber ich werde mich dann auf die konzentrieren. Auf die gegnerischen Flugzeuge. Also, der ist gleich einmal gestorben. Aber nein, auf die Minuten. Ihr seht schon, es dauert am Anfang relativ lang zum Überlaufen. Je näher von den Leuten kommt. Aber dafür ist es dann halt nur umso besser zu schneller. Oh, mein Wasser ist schon ziemlich heiß. Bisschen Geschwindigkeit drosseln. Oder nicht die Geschwindigkeit von der Motorleiste. Mein Temposchub brauche ich dann, und zwar das, wenn ich bei den Gegnern bin. Bei dem da was zu reißen. Schnell darf man auch nicht werden. Ja, ich habe das kommt dann mal hinterher. Zu stellen.
sieht schon, es gibt keine, keine Anzeige mehr. Wie, wo man hinschießen soll. Eine Abschusshilfe. In der Heimat. Ein Hawk. Auch kommt das jetzt schon besser sein können. Aber jetzt, oder? Liegt ja auch noch ein Knopf damit. Das gute Geschoss gefällt mir noch gar nicht. Und wo denn? Oh ja. Da ist es wohl vorbei. Das ist wohl um mich geschehen. Vielleicht kann ich ja noch hochklicken auf die Klampe. Wäre ja schon mal was. Ich weiß zwar echt nicht, wie er uns da abgeschossen hat. Wo war denn der? Ah, egal. Oh, da stehen wir schön. Können nichts mehr machen. Jetzt zurück zum Hangar. Und zu einer Panzerschlacht, würde ich sagen. Oder sollen wir mal eine... Wie sieht eins eine realistische Panzerschlacht? Ach, das reicht schon realistisch. Hauptsächlich deutsche Panzer und so unterwegs. Ich will mit dem D starten. Schauen wir uns mal die Mannschaft an. Ein bisschen was machen. Jedes Pünktchen ist wichtig. Ich glaube, da darf ich gleich mal hoch bis zu 4 gehen. So, wo kommt hier die 4? Kommt gar keine 4. Vitalität. Auch sehr wichtig. Ah ne, das ist ja mal gleich wichtig hier. Jetzt habe ich schon verkackt, den zweiten Bordschützen einzustellen, egal. Das machen wir irgendwann mal. Ach ja, das ist noch so putzig, wenn man noch so low level ist bei dem einen. Haben wir hier schon fast alle getan. Und dann geht's auch los endlich in Kursk. Wo auch immer Kursk ist. Nie gehört. Natürlich zerstören wir die gegnerischen Panzer. Oh, das haben wir. Irgendwie funktioniert das hier mit SP, aber ich habe keine Ahnung.
Nehmen wir einfach mal den hier in der Hoffnung, dass wir noch ein paar SP dazu bekommen. Okay, die sind. Achso, die haben ihre eigene Basis, zwei Basen gegenüber. Ich wollte mich gerade sagen, dass hier viel mehr war. Aber da gibt es hier A und B. So. So, schauen wir, was hier so abgeht, wo sich die Gegner so aufhalten. Hier geht, glaube ich, rechts vorne los. Aber ich glaube eher links. Okay. Den Weg entlang und dann. Noch hinter der Kante, dass mich die Gegner noch nicht sehen. Ob ich noch mal einen kurzen Blick drüber wagen könnte. Aber da ist eh noch keiner. Ah, doch, da hinten kann ich sein. Wenn ich jetzt, glaube ich, drüber schaue, dann bin ich tot. Und da es eh kein Konvergenzpunkt gibt. Mal. Ein bisschen drüber schießen. Nee. Bisschen zu kurz. Was machen wir? Oh, bleiben wir richtig schön getroffen. Ja, schießen wir nochmal. Oh, wieder ein bisschen zu kurz, glaube ich. Ja, so machen wir das. War manchmal gut beschädigt. Aber jetzt verziehen sie sich. Den haben wir auch perfekt getroffen. Richtig schön. Ja, jetzt können wir erstmal weiter. Schauen wir mal, ob wir da ein bisschen was wegbringen. Wahrscheinlich zu kurz, ja. Ja. Da haben wir einen zerstört. Ja, sehr gut. War das zu kurz? Minimal zu kurz. So, ich weiß aber nicht, wo ich den getroffen habe. Und er brennt. Schon mal gut. Habe ich den getroffen? Also habe ich den überhaupt getroffen? Echt schwer, wenn ich. Da hinten, ich weiß nicht, wo der hin will. So, einfach mal gut Glück hinzuschießen.
War noch nicht weit genug. Okay, anscheinend ist er gleich mal. Nee, nicht. Jetzt können wir auf jeden Fall mal da runter. In den Kampf hinein. Aber warum habe ich jetzt so wenig Punkte? Ich habe schon voll viele getroffen. Aber anscheinend nie wirklich gut getroffen. Oh, nee. Oh, zerstört. Schon mal gut. Jetzt noch nie zu lange stehen bleiben. Ich bin aber gut erhöht, ich bin weg. Nee. Ich bin jetzt gar nicht. T4. Ach. Ah, jetzt hat sie gefunden dann. Muss ich mich echt. Nein, dass ich mich, dass ich nicht stirbe. Wenn man das repariert, dann gehen wir auf diese Brast wieder. Und wir liegen uns zu zweit dorthin. Schon mal was. Selbst vor der Plätze glaube ich nicht so viel Angst davor haben. Getroffen. Weiß nicht, ob ich was zerstört habe. Scheint nicht, weil die IS hat mal ein Tipi. Ich habe mich getroffen. Aber anscheinend. Nee, ich habe mich getroffen. Wir sind hier unter mega Beschuss. Ich will nur neue Gas geben. Ich glaube, ich bin gleich genau gefunden. Ah, ich hasse es. Aha, konnte ich nur leisten. Ja, dann muss das wohl der hier sein. Aber es ist zumindest immer noch nicht ausgeschieden. Wir bewegen uns wieder Richtung dahinter. Ja, bei den Gegnern sind schon zwei weg. Bei uns noch keiner, das ist ja schon mal ganz gut. Und wir haben sogar eine Bombe. Ein Flugzeug von einem IL-2.
schwere Panzer. Ich muss echt schauen, wo ich hinfahre, ohne dass ich stehe. Und die haben jetzt irgendwie halt viele Flugzeuge. Ich mach kurz ein Flugzeug mit dem um Panzer abzuschießen. Mach's mal so. Ist hier echt gut am Bombardieren, hatte ich das Gefühl. Ja, wird schon wieder okay gemacht. Weißt du nicht, wie viele Bomben so ein Flugzeug hat? Wahrscheinlich einige. So, ich höre mich jetzt. Ist dieser eigentlich dieser Brasstod? Ne, der lebt noch. Jetzt ist er aber tot. Sehr gut schon mal. Aber wir bestimmt wieder spawnen können. Ich weiß nicht wo. Oh nein. Nee, der ist doch noch fit hier. So, wie viel Panzer haben wir denn überhaupt noch? Eigentlich einige. Bei dem nicht hier. Ja, zumindest ist die umliegenden Sachen. Also wenn wir schon wieder so einen schönen Treffer zu landen. Nee, ist irgendwie ganz nah. Achso, ist nur aus. Nicht die Ding, sondern das sind die Flugzeuge, die ich das hier. Und der war irgendwie schwer, Treffer. Da könnte ja doch gerade mal kaputt gehen. Und ich glaube, dann hast du bekommen. Dann dürfte der auch raus sein. Ich glaube nicht, dass ich dir noch einen Panzer leisten kann. Wenn ich wieder mal schön hinten bin. Aber tatsächlich, da konnte ich sich noch einen Panzer leisten. Komisch. Halleluja, wo will ich denn hier geschossen? Ich glaube nicht von ihm da. Ich bin ja vielleicht die Leute da drüben. Um die zu treffen, ist glaube ich auch gar nicht allzu leicht. Das ist schon wieder dieser Brasstyp. Schon wenig dieser Typi hier. Und die Artillerie auf jeden Fall auch. Aber die Gegner werden auf jeden Fall schon mal weniger. Was ja schon mal gut ist. Und ein Teamwork habe ich erreicht. Dass ich auch mal ansatzweise eine Nähe von dem Typen bin. Ich
Aber ich versuche jetzt einfach mal A zu decatchen. Und hoffen, dass das funktioniert. Geht man da hinten anscheinend noch einen Spawnpunkt. So fehlt mir jetzt ein bisschen. Da ich eigentlich vorhatte, dahinter zu fahren. Und wenn die da spawnen, ist das wirklich gar nicht so. Ich bin vor allem sogar zu zweit. Und dann beide den selben Panzer. Die wir erst ausprobieren hier. Ah, das sind Flakpanzer. Wenn ich das richtig sehe. Mein Kollege hat schon cool gemacht. Den hier zerstört. Jetzt drehen wir auf die Artillerie. Ach komm on. Ich hab doch ein Feuerlöscher benutzt. Und ich kann mir leider nichts mehr leisten. Noch ein bisschen zuschauen oder was? Ja, vielleicht reißen die ja was mit ihren Zügen nach. Es liegen nur noch zwei von denen. Ich glaube, das schauen wir uns immer noch fertig an. Nehmen das jetzt hier zu langweilig, ich würde das jetzt lange abschieben. Ich will es mir jetzt ausnahmsweise mal noch fertig anschauen. Ja, die Video jetzt hier gehen. Ciao, danke fürs Anschauen und wenn ihr ein Abo oder ein Kommi da lasst. Der anderen, wir schauen hier noch zu. Der war doch vorher schon mal zurück mit 8 Punkten. Das sollte reichen für 2. TPs. Ja, ich will doch hier den hier. Was sind sie denn, die Gegner? Da hat er einen gefunden, hier da fährt einer. Zwei kaputt. Ah, oh, ne, der lebt noch. Dein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Gut, dass ich den Anflugpanzer vorher zerstört habe. So. Und bei dir geht, glaube ich, gleich wieder, genau. Ja, halt mal, dass ich noch stirb. Wieder nicht. Kein Glück. Da hat er aber noch eingebrochen. So. Es lebt nur noch einer. Bei uns leben noch vier.
Was ist so? Wir müssen anscheinend ganz weg. Ja, aber das tue ich jetzt nicht an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.